Dann den hier. Der sieht Also wirklich gut der aus. sieht aber echt gut Der aus. sieht wirklich gut aus, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK mit dabei der Pla. Hallo. Es gibt neue Dinos. Und zwar haben wir jetzt einen Känguru in unserer Basis. Den haben wir gesucht, geschnappt. Den kann man nämlich auch mit dem Agentavis. Agentavis nehmen. Und haben den hier hingebracht. Und die sind echt extrem selten. Nachdem die rausgekommen sind, bin ich bestimmt einen halben Tag lang rumgeflogen, habe halt nur so Level 5 und Level 10 gefunden. Level 5er ist noch im Vulkan oben drin, falls jemand einen haben will. Und jetzt haben wir hier mal ein Level 46 gefunden. Ey, die sind so selten, keine Ahnung, ob das einfach noch ein bisschen braucht. Also, wir hatten sowieso noch ein Problem und haben sogar alle wilden Dinos gelöscht beim Hochfahren des Servers. Aber trotzdem waren die so selten. Aber jetzt haben wir endlich eins gefunden. 46 geht so. Die essen nur Rare Mushrooms. Zumindest zum Zähmen. Ob sie später dann noch was anderes essen, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Und betäuben kann man die wohl relativ einfach. Die brauchen gar nicht so viel. Und können viel tragen und man kann vor allem zu zweit nachher mit denen rumhoppeln. Müssen wir noch einen Sattel machen, den müssen wir noch lernen. Und dann schieße ich jetzt einfach mal drauf los, mal gucken. Das rennt dann halt schnell weg, müssen wir mal gucken, ob wir es noch kriegen irgendwie. Und zapp. Ah ja, so ist natürlich gut. Zapp. Hallo, Kleiner. Naja, klein. Ja. Piu! Piu, piu, piu. Ist schon geil, Känguru in der Dino-Welt, ne? Irgendwie komisch. Piu! Ja, aber es gibt ja auch Affen. Ja, das stimmt. Ja, wobei so Neandertaler-Affen, also diese Gorillas, das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Und dann ist er down. Guck mal, oh, er hat süße Da geht er Träume. down, da geht er down. Süße Träume. So, ja, ich habe jetzt mal 100 Narcotics dabei. Jetzt wollte ich gerade die Narko-Pfeile in ihn reintun. So, 100 Mushrooms. Die kann man übrigens echt gut ernten, wenn man zum Beispiel mit einem Mammut in den Sumpf geht und die Bäume aberntet. Kriegt man echt viele raus. Ein flauschiges Fell. Oh, flauschig, Flauschig, flauschig. flauschig. Gut, dann lerne ich mal den komischen Sattel. Ah. So. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Muss ich den Okay. jetzt nur noch finden? Wenn Wetten jetzt brauchen, muss man Level, keine Ahnung, 100 zu sein. Nee, also es kostet 35 Punkte und es ist okay, aber es kommt echt ziemlich spät. Also es kommt bei Elektronik und bei echten Knarren. So, und da sieht man mal, wie viel ein Pilz bringt und wir haben das Taming auf dem Server ja sogar erhöht. Mal 8. Ach du Nee, Scheiße. nee, 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 ist glaube ich mal 5, nicht mehr mal Mal 8. 5, okay. Aber Oh trotzdem mal mein Gott. 5, wie viele Pilze der dann wohl bräuchte? Wir haben jetzt 100 Pilze da drin. Ja, da will noch jemand einen Sattel von uns für eine Quetzel, glaube ich. Und machst du den Sattel? Ja, bin schon Okay, unterwegs. müssen wir mal gucken, ob wir alles da haben. Ich weiß nicht, was der braucht. Ich habe keine Ahnung. Aber geil ist halt, wie gesagt, dass man einmal dann einer auf den Sattel oben drauf kann, der andere kann in den Beutel rein und dann kann der zum Beispiel rausschießen, während der andere hüpft. Und ich bin, sieht man schon die Daten? Gewicht 2100. Ein Quetzel hat 1000 oder halt 1500, je nachdem. Also Tor hat 1400 und da ist schon was gelevelt. 2100, ach Quatsch, Entschuldigung, ist Food. Atmen, atmen, Ja. ganz ruhig, Nee, wait, das ganz ist dann doch ruhig. nur 480. Ja, mal gucken, wenn er die Plus-Level hat. Was hat er denn jetzt momentan? Plus 22. Dann müssen wir mal gucken, was da noch rauskommt, aber allzu viel wird es dann auch nicht. Wahrscheinlich so um die 700 und rum. Wo hängt bei uns das Metall? Teilweise im Tresor, teilweise im Fabricator, teilweise im Smithy und teilweise im Schrank neben dem Fabricator. Wir haben keinen Platz mehr. Wir haben so viel Zeug. Wobei, wir haben auch ewig massig viel Leder. Das müssen wir alles wegschmeißen eigentlich. Wie mache ich 10er Schritte nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, Fünf also, alles gut, alles gut. Schritte mit Shift gedrückt halten.
Wusch. Wusch, wusch. So viel braucht er gar nicht. Der braucht 500 Leder, 150 Pelz, 200 Fiber und Metall 70. Ach ja. Wir können ja dann auch noch so einen Megaloceros bla 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 machen, oder? Sattel? Nee, achso, Skin, genau, ja. Wir haben nämlich jetzt mal, wir haben noch weiter Ding gefarmt, Mistelzweige. Ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich die noch? Die habe ich, glaube ich, schon wieder in Smithy rein. Wie viel sind da drin momentan? 140 knapp, glaube ich, gell? Ja. Wir brauchen halt 100. Genau, und eigentlich wollte ich sparen für einen Zylinderhut. Einen Moment mal kurz, bitte. Den gibt's aber nicht. Den kann man nur craften. Wenn man Glück hat, ist es in einem der Geschenke. Also im Wiki steht, dass der, dass man den craften kann mit 80 Mistelzweigen. Und das wäre es mir sogar wert gewesen, weil ich finde Zylinder schon geil. Aber im Smithy ist nichts. Ich dachte, okay, es kommt vielleicht mit dem nächsten Update. Da kam aber auch nichts. Und ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einfach den Rudolf-Skin. Und vielleicht haben wir ja Glück, weil wir sammeln ja weiterhin Geschenke. Ich habe zum Beispiel eine Branches Sniper Rifle noch rausgefunden, eine Ramshackle Sniper Rifle, eine Branches Compound Bogen, Branches Gloves für diese Tarnrüstung und so. Also echt coole Sachen. Mosasaurier Sattel zum Beispiel, Blueprint zwar nur, aber trotzdem braucht man das schon mal nicht mehr lernen. Und so weiter und so fort. Und eine Branches Bronto-Plattform. Also man kriegt schon geile Sachen daraus. Man kriegt da manchmal einfach nur eine Blueprint für irgendwie, weiß der Geier was raus, aber. Was lachst du? Cool. Hey, da ist auch so ein Teich mit den Fischen, wo du immer mit dem Giga hingehst, um zu angeln. Ja, das ist ein Schild, wir sind umgezogen. Ja, voll cool. Ja, da war vorher jemand. Ich weiß, aber es ist voll cool. Und wir müssen übrigens auch noch gucken, dass wir die alten Gebäude von den anderen irgendwie abreißen, damit da wieder Dinos spawnen können, weil dann, ja, irgendwann kommen vielleicht neue Dinos, die am Strand spawnen würden. Und hier vorne bei uns direkt ist noch eine kleine Thatch-Hütte von jemandem und die verhindert das dann halt. Genauso das Schild verhindert, glaube ich, auch, dass die Fische da spawnen, oder? Nö, das ich wüsste. Vielleicht nicht mehr so viele dann? Keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal Pelz sammeln. Wir haben doch noch viel Pelz, oder? Nein. Nicht mehr genug, oder was? Jedenfalls nicht für das Rentier, für den Skin. Wie viel braucht das? Das war doch im lilanen Ding, oder nicht? Ja, genau, im lilanen Schrank. Da müssten 140, 150 ungefähr drin sein, oder? Ja, aber ich habe so viel gebraucht. Okay. Was gibt denn Pelz? Wie meinst du, was gibt Pelz? Was für ein Tier gibt nochmal Pelz? Wolf. Hier Mammuts. Und ja, ich weiß nicht, ob Argentavis, ich glaube nicht. Nee, sie haben Federn. Keine Ahnung. Die öfter auf jeden Fall die zwei. Wow, ich hab mal Rentier umgebracht, das hat zwei Pelze gegeben. Da müsstest du eigentlich jetzt kurz in die Winterlandschaft fliegen, wobei hier findest du ja jetzt momentan fast überall Mammuts. Die spawnen ja teilweise sogar hier drin bei uns, weil jetzt halt hier die Winterlandschaft ist. Level 7, Wir sind Level 7 Megalosaurus, brauchen wir nicht, oder? Nicht unbedingt, aber dann erden das ab wegen Pelz. Aber ruf mich, damit ich das Känguru-Bild bekomme, gell? Ja, das habe ich hab schon, weil ich habe nämlich für einen Abonnenten noch was fertig gezähmt. Der musste plötzlich weg. Und ja, genau. Ich habe voll in den Kopf getroffen. So. Was sagst du? Ja. Hier sind überall diese Tyrannosaurus-Viecher, aber kein Mammut. Ich habe 13 Pelze jetzt bekommen. Warum kriegst du mehr als ich? Ja, weil ich die Hacke benutzt habe wahrscheinlich und du bist mit dem Argentavis machst und der vielleicht nicht ganz so viel rausholt. Soll ich dann lieber mit der Hacke machen? Ja. Wenn du absteigen kannst? Okay. Ich finde kein Mammut. Ich finde ein Karno. Der gibt leider keinen Pelz. Warum nicht? Verstehe ich gar nicht.
Natürlich, wenn man sowas sucht, ist kein Schwein da. Und wenn du dann die Aufnahme beendest, dann kommen 40.000 Stück. Ich wollte nämlich sowieso gerade sagen, dann machen wir jetzt hier kurz einen Cut, weil das dauert noch ein bisschen und dann sind wir gleich wieder da. Ist okay. Also, dann findest du nämlich auch Mammuts. Ja, genau. Also, Bis ciao. gleich. Ciao. So, da wären wir wieder. Und zwar hat uns jemand besucht, der auch schon einen Känguru hat. Der heißt Jumper. Also das Känguru. Ja. Und unser Känguru muss noch einmal essen. Dann gehört es uns. Dann hat es 22 plus Level und tamed aus mit 68. Und das Geile ist, das Känguru, was ich für einen Abonnent von uns noch fertig gezähmt habe, hat, glaube ich, genau das gleiche Level. Cool. Ich weiß nur nicht, ob das ein Male ist oder ein Female, dann könnte man sich sogar eventuell noch ein Baby machen. Das ist ein Mail. Nee, das Ach von so. unserem Abonnenten, vom Luca. Der übrigens Odin wieder gefunden hat. Wir sind letztens zusammen auf die Suche nach Geschenken gegangen und dann ist er, oder nee, haben uns getroffen, also unabhängig voneinander sind wir auf die Suche gegangen. Und dann war ich erster da, und dann ist er halt hochgeflogen, hat oben wo irgendwie Odin gesehen und zwar war der ganz weit oben. Hey, ja gehört uns. Du hast jetzt ein Bild, oder? Ja. Genau, und deswegen haben wir den nicht gefunden, weil ich bin da zwei, dreimal bestimmt hin und her. Ich bin sogar mit dem Giga hin und habe alles platt gemacht, wollte den kompletten Wald abholzen, war mit dem Argentavis da, habe den Wald teilweise abgeholzt, aber nix. Hallo, das ist unsers? Nein, so. So, also ich will einen Beutel sein. Komm, geh mal rauf. Was mache ich Wahrscheinlich musst du jetzt? E gedrückt halten und dann kannst du sagen Pouch oder wie das heißt, oder Pouch. Yay, ist das geil. Wow, das ist Ui, ui, jetzt kannst du da rausschießen. So, wenn, vor allem, wenn ich so mache, so. Jetzt treff mal was. Tja, mit vollem Bogen oder? Ja, hier ist er nicht. Wo soll ich ihn treffen? Ui. Wow, Hilfe. Ui. Was macht denn das in einer Attacke? Oh. Wow. Alter, wie klingst du? Echt, das klingt wie ein Dinosaurier. Das klingt ja schlimmer als der Giga. Ah, na, das nicht. Doch. Brüll vom Giga ist vielleicht zum T-Rex albern, aber. Aber Und ich es kann klingt nicht. echt. Ich glaube, das wird bestimmt noch geändert. Ich glaube, das ist nett, dass das. Jetzt könnte man mal sie fragen. Warte mal. Ob sie immer noch Mushrooms drin hat. Jetzt müsste es aber Bären fressen, oder? Weil das weiß ich jetzt nicht, ob das danach. Weil beim Oviraptor ist das so, zum Zähmen gehen nur Eier. Okay. Weil der frisst uns jetzt nämlich die Rare Mushrooms weg. Warte mal, hier vorne haben wir noch jede Menge Bären drin. Ja, massig. So. Mal gucken, was er jetzt an Gewicht hat. 512, naja. So, einen hat er gerade noch weggefressen. Das heißt, 78, das heißt 22 Mushrooms hat er jetzt hier bei uns gebraucht. Mit Taming mal 5. Das geht aber. Ja, es geht eigentlich. Also ich habe ja extra mal noch welche gefarmt. Wir hatten ja knapp 300. Ich habe 50 Geh mal dann. raus, ich will mal was erschießen. 50 habe ich Luca geliehen. Und also haben wir ihn eh noch massig. Wir können da noch ein paar zähmen. Vielleicht finden wir noch irgendwann eins, was hohes Level hat. Upsa. Ja, die Schildkröte will vielleicht nicht gerade angreifen. Hast du es zugemacht? Bin ich gerade bei. Wie ist Stamina? Stamina ist aber. Wow, Stamina ist echt gut. Oh. Oh, guck mal. Raptoren, zwei vorne rechts, aber jetzt ist es vorbei. Gott, Jetzt das kannst du sogar sind rückwärts gar nichts. springen. Jetzt kannst du sogar rückwärts springen. Okay. Kann das auch was ernten eigentlich? Also Fleisch nicht. Und Bären? Oh, guck mal, Thatch. Ist auch eine Thatch-Maschine. Okay. Ich sehe gar nichts, aber alles Wobei ich cool. glaube, ich glaube, dass der Hirsch da mehr rausholt. Ich steige jetzt mal kurz. Nein, da ist ein Dillo. Da. Schnell, Dillo, schieß auf den Dillo. Bist du jetzt rausgefallen? Nee.
Da ist ein Raptor! Danke. Die kann man nicht auf Speed leveln. Oh ja. Kann man nicht auf Movement Speed leveln. Melee Damage 212%. Auch nicht schlecht. Health 1100. Ich würde sagen, wir geben mal. Was braucht man das? Zum schnell rennen, keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal auf Leben. Boah, es hat auf einmal 300 Lebenspunkte gegeben. Cool. Entschuldigung. Jetzt mache ich erstmal noch schnell Change Name. Und so. Wie heißt es? Boxer. Ein Boxer. Ich dachte Rocky. Das ist wieder Frosch, ha? Ach guck, er hat sogar abgerissen. Hier war. Oh, ist Fallschaden. Hier war nämlich sogar. Die da Hütte. Links ist aber noch eine Hütte. Ja, das ist aber eine andere Hütte. Ich glaube, die ist noch aktuell. Oh, guck mal, da ist und, noch Kombi. Bei unserem. Schieß auf den Kombi. Ich sehe ihn aber nicht. Ach so. Ich hab nicht so ein links und rechts ist bei mir scheiße. Alter, wie das klingt. Und da ist noch einer. Ich bin zu klein und bin mit zu viel rum. Ja, tja, so ist es halt, ne? Hast du dein Scharfschützengewehr dabei? Ja. Dann schießt du mit dem? Nein, ich will mit vollem Bogen schießen. Auf was schießt du jetzt? Nix, weiter. Und schon wird Level Up fürs Rumlaufen. Guck mal, der Mortar und Pestel. Mhm. Na, kaputte Hütte. Ja, da hat vorher auch jemand gewohnt, davon auch. Und über der Brücke wohnt auch einer. Ja, die ist aber. Und da hinten war ein Spino. Oh, und übrigens, unsere Wasserviecher waren auch letztens ganz weit hinten. Die waren irgendwie. Also die habe ich jetzt zurück. Ist da nochmal was passiert? Nee. Nee, das ist okay. Oh, guck mal, ein Kombi. Kriegst du den? Ja, weil ich glaube, du bist war Sau. Knapp. War aber knapp im Leben. Guck mal, hier ist ein Dodo. Da. Ja, aber auch wieder voll daneben. Ja, die zittert so. Ich dachte was eigentlich, kann ich den Dodo rechts davon. Ich treffe überhaupt nichts. Voll die Killermaschinen unterwegs. Ja, da, guck, hier ist ein Dodo. Guck, da vorne, direkt vor uns. Den treffe ich auch nicht. Ja, ich hab ihn getroffen. Ich bin so stolz auf mich. Echt? Ich hab's immer getroffen, warum stirbt er nicht? Jetzt hast du ihn getroffen. Nein, da stecken schon drei Pfeile drin. Ich sehe nur einen. Vier Pfeile. Oh Gott. Das geht voll daneben. Fünf Pfeile. Bei mir sind fünf Pfeile in dem Dodo. Okay, komisch. Das geht voll daneben. Ich hab schon wieder getroffen. Also entweder haben wir gerade massig. Sechs Pfeile drin. Entweder haben wir gerade massig Lags oder keine Ahnung. Sechs Pfeile hat er drin gehabt. Was war das für ein Dodo? Keine Ahnung. Übrigens hier so hier auf der Höhe oder so war Wanda, glaube ich. Oh. Nee, sogar noch weiter hinten, die war da fast bei den Felsen hinten. Was du? Okay. Hier den Hirsch da vorne, wir brauchen doch eh noch. Mist, die kommen jetzt über Wasser. Was? Die Raptoren? Ja. Ey, das ist so wackelig, das ist voll ätzend. Kannst du vergessen. Kannst du voll vergessen, hab ich ihn getroffen? Ich hab ihn getroffen. Der war ja schon tot. Nee. Doch. Oh, pass auf. So, jetzt. Waren es nicht drei? Ja, einen habe ich erschossen. Es waren aber drei. Wir haben gerade zwei getötet. Pass auf, hier hängt irgendwo ein Spino. Wir haben doch unsere Killermaschine dabei. Ja, genau. 15 Pelz. Echt, wo hängt da ein Spino? Hier ist ein Spino rumgeschoben. Guck mal, da hinten ist ein Spino. Ach nee. Jetzt ist es vorher gesagt, ne? Level 10, ja. Sollen wir mal kurz mit Giga? Ich kann das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Weil Paul ist da. Da ist ein Spino. Der ist ziemlich nah bei dem einen. Sollen wir ihn nicht lieber töten? Nicht, dass der da. Ja, aber da müssen wir jetzt mit Argentavis hin. Weil mit den Dingern weiß ich nicht, ob das so.
gut ist. Also, wo ist das ist echt ein bisschen. Da. Ne, Quatsch. Wo zum Henker rennst du hin? Ich weiß es nicht. Ist Sparkle noch hinter uns? Da. Pass auf, Dillo! Alles gut? Die hängt in der Luft. Also, ich glaube, wir haben gerade Lecks, kann das sein? Ich hoffe nicht. Weil wir hatten nämlich auch ein Problem auf dem... Ich werde angegriffen! Wir hatten auch ein Problem auf dem Server, dass mit dem Update der ganze Server nicht mehr ging. Alter, geh nach Hause! Ich? Ja! Ja, was ist jetzt hier los? Ich verliere Leben wegen dir. Dauerhaft? Nee, jetzt nicht mehr. Was machst du? Ach so. Wo ist jetzt hin? ETF? Wo ist das Känguru? Ja, super, echt geil. Guck mal hier, ob sie unten irgendwo landet ist. Oder weiter zurück, vielleicht ist es noch weiter zurück teleportiert worden. Das hatten wir doch auch mit Simon. Als er am Stein festgebackt ist und dann wurde er woanders hin teleportiert. Siehst du es? Nee. Na super. Hat sie einen Tracker dran? Nee, bestimmt nicht. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Wir gehen jetzt zurück, holen die Arkentavisse, holzen hier mal den Wald ein bisschen ab und suchen mal danach und machen aber vorher noch den Spino kalt. So, da wären wir wieder. Und zwar zeige ich jetzt Plan noch das Kostüm für das Rentier. Wo bist du eigentlich? Ich sammle gerade Eier auf und packe sie in den Kühlschrank. Ach so. Ach da, guck mal. Ja genau, dann mache ich jetzt mal noch das Kostüm. Klar. Moment kurz bitte, ja? Ja. So. Das braucht 200 Pelz. Also schon... Ne? So. Und ich glaube, wir haben jetzt sowieso nur einen Hirsch hier, gell? Ja. Ich frage mich, ob das auf eine Kuh geht. Das ist weiß jetzt, ich nicht. Ah, komplettes Kostüm. Der hat ja nicht mal eine rote Nase. No. Im Prinzip ändert sich nur ein bisschen vom Sattel was. Oder drunter zumindest. Und das Geweih ist ein bisschen anders. Hat denn niemand gesagt, dass es Rudolf ist? Ja, das stimmt allerdings. Kannst du dich mal in den... Sieht halt jetzt mehr aus wie ein Hirsch. Kannst du dich mal in den Beutel reinsetzen? Warte mal. Warte. Ja, und dann? Cool. So. Forscherbild. Okay. Cool. Den Schneemann wolltest du noch zeigen. Genau, ja. Den Schneemann und zwar, was wir momentan drauf haben. Ich hole erstmal ein paar Mützen. So, wir haben nämlich rausgefunden, wie man die Mützen macht, wie man die aufsetzt. Dich habe ich gesucht. So. Wann bist du hier? Du gehörst doch hier hin. Die anderen haben wir nicht mehr, schade. Ah, ich weiß noch was. Noch ein Helm. Ja. Ah, da. So. Smurf. Okay. Der gehört auch, den habe ich auch irgendwo gefunden. Da bin ich irgendwie, da habe ich diese Kängurus gesucht und habe ich dann den gefunden und X-Wing.
Das sind alles von irgendwie. Hier ist quasi die Fundtiere, Fundbüro für Tiere. Also falls jemand mal was sucht, dann. Ja, genau. Kann uns anschauen. So, also genau, wir haben die Nerdy Glasses, haben wir mal aufgesetzt. Sieht ein bisschen aus wie eine alte Oma. Und nein. So, man muss es immer hier erst zwischen reinlagern. Man kann nicht direkt draufschieben, das finde ich ein bisschen blöd. So ist doch cool, oder? In dem Fall sieht es eher aus wie Snowboardbrille als wie Taucherbrille. Das sieht am besten aus. So. Jetzt machen wir noch den hier drauf. Aru, du bist ja gar nicht da. Ich kann es mir noch in der Folge angucken. Ja, gut, okay. Aber deine Reaktion wäre lustig. Okay, warte, ich komme ja schon. So, einmal hier raus, dann darüber und... Oh mein Gott. Jetzt fehlt mir noch eine Spitzhacke. Ja, ist so. Was nicht geht, ist der Cowboy-Hut. Irgendwie komischerweise, weil der Cowboy-Hut... Ach, erstmal ins... Ach, Quatsch. Schade. Nee, den habe ich mir jetzt gerade aufgesetzt, weil ich es direkt reingezogen habe. Das passiert dann nämlich, wenn man es direkt reinzieht, also direkt auf diesen Slot zieht, dann zieht man es nämlich sich selbst an. So, und der Cowboy-Hut ist nämlich jetzt hier unten drunter. Ganz unten. Okay. So, wieder ausziehen. Das sieht, finde ich, blöd aus. Ach, schon wieder. So, der Chitin-Helm sieht, finde ich, blöd aus. Nö, finde ich nicht. Doch, ich find den nicht gut. Hat was. So, ausziehen. Dann haben wir noch... Die, finde ich, sieht ganz gut aus. Ich finde, es passt so, weil das halt, weißt du, kalte Jahreszeit und dann so eine warme Mütze auf. Sieht zumindest warm aus. Setz den nochmal einen Pelz, also so einen Fuhrhelm auf. So ein Pelzrüstung. Genau, Pelzhelm. Geht genau, das auch dann schon? Genau, mache ich erstmal noch kurz einen anderen. Ja, das geht auch. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Und das andere. Ja, der gefällt mir. Ich habe einen Alpha T-Rex getötet. Moha, der Killer-Schneemann. Gab's nicht so einen Horrorfilm? Ich nehme. So. Den hier noch. Und ich will den Pelz, wenn es geht, und den hier Tarn. Den Tarn würde ich gerne sehen, wenn das funktioniert. Haben wir den? Wo ist denn der? Bei Schnellreise. Müsste da drin sein. Ja. So. Dann können wir einmal noch den hier machen. Na, den hier machen. Mm-mm. Gell, das ist nicht gut. Vor allem, wie die Nase durchguckt. Der ist nicht so gut. Dann den hier. der sieht gut aus. Der sieht aber echt gut aus. Oh. Der sieht wirklich gut aus, ja. Mir ist auch die Brille dazu, wäre cool. Ja, das geht kombinieren geht leider weiß, nicht. Das wäre natürlich auch geil, ja. Kombinieren wäre cool. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, welcher ist welcher. Nee, das war er nicht. Der hier. Ja. Geht, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euch am besten gefallen hat. Das war's mit den Helmen. Genau. Und das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Dann.